freue mich hier zu sein. Spannendes Publikum, finde ich sagen. Ist lieb gemeint, eintönig, weil ich sehe viele schwarze, blaue Anzüge. Viele Männer, aber das macht es spannend, denn es geht heute... Ich habe übrigens im Vorfeld auch gefragt, ob schon getrunken wird, jetzt. Anscheinend erst ab 12 Uhr, weil sonst hätte ich Ihnen auch ein bisschen von meinem Bier mitgebracht. Dann hätten Sie sich überzeugen können, dass das auch wirklich taugt und schmeckt. Anyhow, heute soll es um viel mehr gehen. Es soll nämlich um die Zukunft der Milch gehen, beziehungsweise den Milchkonsum der Zukunft. Ich darf hier ein bisschen rauszoomen. Das ist jetzt alles Metaebene, was ich mache. Es geht um gesellschaftlichen Wandel allgemein und was das für eine Bedeutung hat im Hinblick darauf, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, wie wir sie konsumieren, wie wir sie herstellen, wie wir sie kaufen. Deswegen, das ist eine höhere Flughöhe. Ich glaube, später, wenn es im Klein-Klein auch hier und da ein bisschen emotionaler wird, ist eine andere Flughöhe. Aber es soll erstmal jetzt ums große Ganze gehen, weil ich glaube, uns interessiert generell, wo wir als Gesellschaft hingehen können. Ganz wichtig, das ist jetzt hier auch erstmal wertfrei. Das ist nur beobachtend, was wir beobachten können, was sich Neues auftut. Das heißt, weder, dass ich davon Fan bin, weder, dass das wirklich exorbitante Durchschlagskraft hat, sondern einfach nur, was gerade passiert und hier und da eben Dinge ins Anstoßen bringt. Wenn ich, wie auch sonst, ChatGPT frage, wie verändert sich die Milchwirtschaft oder wie sieht die Milchwirtschaft 2050 aus, käme ich so ein Bild. Kann man jetzt halten von was man will. Natürlich geht es irgendwie auch um eine Art augmentierte Realität. Überall haben wir Hologramme in riesigen Fabriken. Wenn man sagt, hey, machen wir nochmal einen Alternativvorschlag, gerne ein bisschen grüner, dann sieht man sowas hier beispielsweise. Und wenn man damit immer noch nicht dann zufrieden ist, kann man sagen, hey, mach doch nochmal richtig wild jetzt. Dann sieht man sowas und ich weiß nicht, ob Sie es erkennen. Aber wir sind hier im Weltall. Das heißt, die Kühe sind auf irgendeinem Raumschiff. Die Milch wird dann, wie auch immer, dann auf die Planeten, wo wir dann heimisch sind, runtergebracht. Das ist natürlich erstmal ein schönes Bild, aber es liegt irgendwie in der Natur des Menschen, es ist vor allem technologiegetrieben. Wir suchen oft in der Technologie irgendeine Art von Erlösung. Das kennen wir eigentlich seit den 50er, 60er Jahren und das ist spannend, aber es verzerrt auch ein Stück weit eigentlich den Blick darauf, wie Wandel funktioniert. Weil am Ende sind wir Menschen und unsere Bedürfnisse es, die gewisse Dinge neu machen oder anders machen. Und Technologie ist immer nur ein Mittel zum Zweck. Man kann mit einem Hammer ein Haus bauen, aber man kann auch Sachen kaputt machen. Deswegen stellt sich grundlegend immer die Frage, wie viel Technologie wollen wir, wofür brauchen wir sie? Vor 2 Jahren war ich auch in Berlin hier auf der IFA und wie könnte es anders sein? Die Future Kitchen hatte auch hier Technologie, nämlich einen Roboterarm und was auch sonst, dieser versuchte Tofu zu braten, aber er hat es nicht so richtig auf die Kette bekommen. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wer von Ihnen hätte Lust auf so einen Roboterarm in der heimischen Küche? Handzeichen. Nicht, na doch, Verhalten, ja doch. Das heißt, es wird nicht so gerne gekocht oder einfach keine Zeit. Thermomix ist ja irgendwie ein kleiner Roboter. Wenn es um die Milch geht beispielsweise, haben wir mittlerweile natürlich auch Roboter. Wir sind hier in den USA, das erste KI-Café. Da wird der Kaffee mit Latte-Art, exquisiter Art, schon komplett von einem Roboter hergestellt. Die Erfinder erhoffen sich dadurch eigentlich mehr oder weniger eine Aufwertung des Handwerks und dass man eben auch besondere Latteart oder besondere Erlebnisse auch eben dahin bringen kann, wo vielleicht die Ernährungsumgebungen es sonst nicht zulassen, dass man in den Genuss eines leckeren Frappuccino mit einer extra spannenden Latteart bekommt. Wie gesagt, das ist aber alles oft sehr eintönig im Hinblick darauf, dass Technologie uns irgendwie rettet, die Welt rettet uns als Menschheit. Und ich habe es gesagt, das ist ein Urinstinkt eigentlich des Menschen. Und wir gehen jetzt zurück in die Jahre 1958 bis 1963. Da gab es den Arthur Redeber, der war damals sehr prominent für seine Zukunftsillustration. Das heißt, er hat die Industrie beraten, vor allem die Automobilindustrie, und hat dann deren Visionen von einer zukünftigen Automobil- oder Ernährungswirtschaft zu Papier gebracht. Und er hat natürlich damals schon von den elektrischen Autos gesprochen, die natürlich dann auch voll autonom und quasi fahrerlos fahren konnten. Er hat auch damals schon eine Wristwatch-TV prophezeit, eigentlich das, was wir heute an unseren Handgelenken haben in der Regel. Das heißt, die Apple Watch beispielsweise, er sprach auch von den Robot Warehouses, das heißt, dass mitunter Logistikzentren oder Fabriken voll autonom ohne Menschen funktionieren, weil Roboter durch die Gänge fahren, uns unsere Pakete packen und sortieren. Auch Wall-to-Wall-Television, eigentlich das, was wir in unseren Eigenheimen sehen, dass wir mittlerweile riesige Fernseher haben, die uns besondere Erlebnisse ermöglichen. Die Robot Housemaid, die Roboter daheim, wie gesagt, Thermomix und Co., viele Hausgeräte, die schon
extrem viel machen, ohne dass wir eigentlich dabei involviert sein müssen. Oder aber Weather Control, auch relativ spannend, wenn wir über Geoengineering sprechen. Das heißt, die Frage, wie wir wirklich jetzt auch den Klimawandel in den Griff bekommen können. Damals schon ein Thema gewesen. Er hat aber auch so eine Art Jetpack-Mailman vorhergesagt. Das ist jetzt noch nicht eingetroffen. Das heißt, der Postbote, der mit irgendeinem Rucksack dann durch die Straßen fliegt und uns die Briefe oder Pakete zustellt, da lag er ein bisschen falsch. Aber doch viele Dinge eigentlich getroffen. Und das jetzt irgendwie schon vor 90 Jahren. Der Philosoph Odo Marquardt hat mal gesagt, Zukunft braucht Herkunft. Und ich glaube, das ist ein Satz, den Sie sich am liebsten auch alle irgendwo hin tätowieren lassen würden, denn es geht immer um eine gesunde Kombination von Tradition und Innovation. Wir machen viele Dinge richtig gut, deswegen könnten wir sie eigentlich auch in die Zukunft führen, aber hier und da sind wir vielleicht noch nicht bei der Weisheit letzter Schluss angekommen. Ein spannendes Bild, gerade im Hinblick auf Ernährung von dem Arthur Redable, war die Fat Plants and Meat Beats. Jetzt ist gerade mein Bild ausgefallen. Also ich bin hier noch live. Aber ich habe gerade nichts geändert. Da ist es. Genau, die Fat Plants and Meat Beats. Er hat nämlich damals schon davon gesprochen, dass wir irgendwann aufgrund eines Mangels an Böden eben unsere tierischen Produkte mit Pflanzen herstellen. Das ist ja eigentlich der Plant-Based Food-Trend, der Blockbuster eigentlich der letzten Jahre, den wir beobachten können. Er sprach auch von den ultrakontrollierten Gewächshäusern. Auch das etwas, wenn wir in die Realität schauen, wie unsere Gewächshäuser mitunter heute schon funktionieren. Und auch hier Technologie einer der wesentlichen Treiber. Das heißt, dass wir mittlerweile Roboter und Helferlein haben, die uns beim Beschnitt der Pflanzen helfen. Jene, die beispielsweise Erdbeeren nach dem Reifegrad sortieren und ernten können. Oder aber eben solche, die dann durch die Reihen fahren und scannen, ob denn eventuell hier bald eine Krankheit ausbricht, weil sich ein Blatt irgendwie verfärbt. Das heißt, schon viel Technologie, vor allem upstream am Anfang der Wertschöpfungskette, die wir als Konsumentinnen gar nicht mitbekommen, die aber das System Landwirtschaft extrem viel effizienter und auch resilienter machen können. Wenn wir jetzt über Milch oder Milchersatz oder generell pflanzenbasierte Nahrungsmittel sprechen, kommen wir natürlich um eine Marke nicht drum herum in Deutschland. Veganz hat sich beispielsweise deshalb auch mit dem Fraunhofer-Institut zusammengetan, weil sie irgendwann keine Lust mehr hatten, dass die Rohstoffe für ihre Produkte irgendwo vom anderen Ende der Welt kommen. Und deshalb beispielsweise eben jetzt hier in neuen Anlagen des Vertical Farmings direkt bei der Weiterverarbeitungsstätte beispielsweise Erbsen produziert werden können. Und die haben ja auch mit Macht die Milchplatte jetzt gerade in den letzten Monaten, vor allem der Gründer, der Jan, viel Lärm gemacht. Hat von Ihnen schon mal jemand diese Mille probiert von Veganz? Und, wie schmeckt's? Nicht gut? Ist auch ein bisschen aufwendig mit dem Mixen, ne? Convenience ist da. Zukunft will meinen. Wir denken oft über die Zukunft nach, weil je mehr wir über sie Bescheid wissen, desto besser sind wir vorbereitet, desto mehr haben wir die Kontrolle. Und das wollen wir Menschen. Das wollen vor allem Sie als Unternehmerinnen und Unternehmer. Denn dann sind Sie vorbereitet und dann wissen Sie, Ihr Geschäftsmodell macht dann noch in 5 oder in 10 Jahren Sinn. Zukunft aber existiert nicht. Zukunft passiert immer im Hier und Jetzt. All das, was Sie heute machen, hat Auswirkungen auf morgen. Und das darf man nicht vergessen. Deswegen alles, was wir irgendwie hören über die Zukunft, das sind Sachen, das sind kleine Pflänzchen, aber es heißt nicht, dass sie wirklich große Bäume werden. Denn nur im Hier und Jetzt ist Zukunft eigentlich wild, ist sie fassbar, ist sie greifbar, ist sie spannend, ist sie wirklich formbar. Und deswegen ist all das, was wir mit Zukunft in Verbindung bringen, immer eine Antwort auf Probleme oder Herausforderungen in der Gegenwart. Und vor allem, wenn es um das Thema Ernährung geht, gibt es eben dann die Bestrebungen, dass wir in Zukunft gesünder, nachhaltiger, vernetzter, individualisierter, wie auch immer uns ernähren wollen. Und deswegen hier und da versuchen, ein Stellschräubchen zu drehen, um Produkte oder Dienstleistungen zukunftsfähiger aufzustellen. Ich will jetzt nicht zu viel die Nachhaltigkeitskeule schwingen, aber man liest auch eben ganz oft, der Erde geht die Puste aus und da können Sie dann über diverse Modelle weiterlesen, dass wir diverse planetare Grenzen gerade sprengen. Und auch das wissen wir, Ernährung ist hier ein großer Bestandteil dessen. Und deswegen ist sie sowohl eben Herausforderung als auch Chance zugleich, hier gesamtgesellschaftlichere Probleme in den Griff zu bekommen, die eben von Artenvielfalt, von Chemikalieneintrag, generell vom Thema Müll beispielsweise zu tun haben. Und das Spannende nun, und das ist generell immer so, Wandel vollzieht sich in Schleifen. Wir haben ein Modell in der Trendforschung, das nennt sich Lazy Eight.
eine 8, die sich bequem macht, weil sie so ein bisschen zur Seite liegt. Und die offenbart eigentlich auch nur das, was in sowohl Systemen als auch in Unternehmen in der Regel passiert. Auf Phasen des Wachstums, und das passt auch sehr gut auf unsere Ernährungswirtschaft, kommt irgendwann eine Phase der Stagnation. Das ist beim Thema Milch, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, gerade der Fall. Wir merken, Konsum ist stagnierend bis rückläufig. Das heißt, irgendwo entsteht gerade eine Krise. Es zaudert so ein bisschen am System. Das System ist in ein langsames Fahrwasser gekommen und versucht sich jetzt gerade irgendwie weiter zu bewegen, aber weiß nicht so recht, wo es hin soll. Spannend nun, jetzt kommt immer in der Regel eine Phase der Erneuerung und Innovationen, weil wir merken, wir sind in der Krise. Status quo kann eigentlich nicht mehr aufrechterhalten werden, außer man hat extrem viel Geld oder extrem viel Macht. Und deshalb versucht man, Dinge neu zu denken und neu zu handeln. Und das ist auch etwas, was gerade eben in der Foodbranche passiert. Die Transformationsarenen, die sich daraus ergeben, wir sprechen auch gerne von Zukunftskunst, das gilt jetzt aber nicht für die Foodbranche, das sind eben die Energiewende, die Ressourcenwende, die zweifelsohne in der Landwirtschaft in Deutschland eigentlich schon extrem weit ist. Wir versuchen immer häufiger, die Natur zu imitieren, in Kreisläufen zu denken, etwas, was wir natürlich gerade auch aus der Milchwirtschaft kennen, denken wir an biogene Kreisläufe, aber eben auch und immer häufiger passiert zurzeit eine Art Konsumwende. Dass wir merken, es gibt jüngere, mitunter Altersgruppen, die eben neue Bedürfnisse haben, die auch neue Erwartungen haben an LebensmittelherstellerInnen oder generell Marken. Und dass eigentlich dieser Dreiklang dazu führt, dass wir Dinge grundsätzlich anders machen. Und die Landwirtschaft sich infolgedessen gerade auch immer häufiger ändert. Und wir uns die Frage stellen, ist die Zukunft wirklich jene, wo wir Landwirtschaft nur auf irgendwelchen Flächen oder Äckern betreiben? Oder gibt es nicht gerade eben auch Strömungen, die eben grundsätzlich einen Paradigmenwechsel herbeiführen? Das heißt, dass wir Lebensmittel eben nicht nur auf dem Land, sondern auch in der Stadt, vielleicht auf oder unter dem Wasser oder gar irgendwo in der Luft herstellen. Und da gibt es natürlich viele spannende Visionen, viele spannende Konzepte. Die sind mitunter noch in Anfangsschuhen, die sind mitunter gerade in Deillusionierungsphasen, da komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber die sind auf jeden Fall da und verändern mitunter Sichtweisen auf den Status quo. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, weil ein Bild sagt in der Regel viel mehr als 1000 Worte, was eigentlich alles gerade draußen für Strömungen zu beobachten sind, im Hinblick darauf, wie sich unsere Ernährung wandelt. Und das hat mit diesem schönen Bild zu tun, beziehungsweise eigentlich mit diesem kleinen Bällchen, was auf dem Teller liegt, wird jeder von Ihnen kennen. Gibt es vielleicht heute Mittag, weiß ich nicht, vielleicht gibt es eine Art Knödel. Auf jeden Fall, es geht um die Fleischbällchen und die Fleischbällchen sind ja eigentlich auch globusübergreifend, wenn man so will, eine Konstante in unseren Esskulturen. Das heißt, wir haben sie eigentlich überall auf dem Planeten, von den italo-amerikanischen Meatballs über unsere Frikadellen, über Köfte, über Köttbullar. Die ganze Welt kennt Fleischbällchen. Es gibt ein schönes Kunstprojekt, die haben eben diese Form des Fleischbällchens nun genommen und haben die unterschiedlichen Zukunftsvisionen unserer Ernährung auf die Form des Fleischbällchens übertragen. Ähnlich wie Arthur Redderbe, wenn man so will. Das war eine Agentur aus Kanada und die hat dann eben beispielsweise aus dem Fleischbällchen den Urban Farmers Ball gemacht. Und wollte damit eben zeigen, dass sich mitunter unsere Landwirtschaft immer häufiger zu einer Stadtwirtschaft verändert, weil Konsumentinnen immer häufiger nachfragen, wo kommen unsere Lebensmittel her? Und wir wollen die Distanz zwischen uns und unseren Lebensmitteln schließen. Und weil wir wissen, der Großteil der Menschheit lebt eben in Städten, Tendenz steigend, müssen wir die Lebensmittelproduktion auch wieder näher an die Leute rankommen, weil das erhöht Transparenz, das erhöht Wertschätzung, das erhöht generell einfach das Erlebnis Essen. Kein Vortrag über die Zukunft der Ernährung ohne den Artificial Meatball. Die Tatsache, dass Landwirtschaft immer häufiger auch zelluläre Landwirtschaft wird und wir Lebensmittel in Bioreaktoren beispielsweise herstellen, was grundlegend diverse Dinge verändert. Hier natürlich auch gerade ein sehr spannender Markt, der auch sehr emotional ist, wo viel passiert, sowohl im Guten wie im Schlechten, aber einfach ein grundlegender Paradigmenwechsel da ist. The Lean Green Algae Ball, die Tatsache, dass wir eigentlich den Großteil unseres Planeten mit Wasser bedeckt haben, auch hier leider Tendenz steigend, aber so etwas wie die Alge eigentlich der schnellste wachsende Organismus auf der Erde ist, mit einem ernährungsphysiologisch auch sehr spannenden Profil und er eigentlich in diversen Esskulturen auch schon häufiger ist. Wir kennen es nur von Sushi, aber dass immer häufiger nun auch Algen in Form von Pasta, in Form von diversen Produkten auch in unsere Supermarktregale kommen, ist natürlich auch zu beobachten. All jene, die irgendwann gar keine Lust mehr haben, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, die essen dann irgendwie so ein Raffaello-ähnliches Bällchen, wo alle nötigen Nährstoffe drin sind und das macht man einmal am Tag und wenn es dann irgendwie langweilig ist, weil man Bock auf Farbe hat, jagt man das durch einen 3D-Drucker, macht es rot oder macht es hohl oder macht es wie auch immer, damit zumindest ein bisschen Varianz dabei ist, ein bisschen Spannung beim Thema Essen.
Ist angeklungen schon, ich bin ein Wonderful Wasteball-Fan. Ich engagiere mich seit 10 Jahren gegen die Lebensmittelverschwendung, weil eigentlich, wir müssten uns nicht darüber streiten, ob wir echte Kuhmilch oder Mandelmilch trinken, ob wir einen Kalbsschnitzel oder einen Erbsenschnitzel essen, wenn wir weniger verschwenden würden. Viele Probleme der Nachhaltigkeit wären gelöst. Und wir müssten gar nicht so viele Grabenkämpfe kämpfen, wenn wir einfach wertschätzender mit unseren Lebensmitteln umgehen können. Ich will sagen, all diese Bälle zeigen eigentlich, dass sich unsere Ernährung wandelt. Und all diese Bälle haben eigentlich mittlerweile schon Pendants im Hinblick darauf, wie wir Milch mitunter neu erfinden oder Milch mitunter auch anders gestalten. Remilk aus Israel beispielsweise machen Milch mit Hilfe von Präzisionsfermentation. Das heißt, wir haben eine unterm Mikroskop echte Milch, die aber nicht mehr das Tier benötigt. Und ich weiß, Hochland ist investiert. Herr Stahl, wie läuft's? Spannende Zeit, oder? Ich habe gelesen gerade, ich glaube letzte Woche, Imagine Dairy, die kommen auch aus Israel, die haben jetzt die größte industrielle Fabrik ans Netz genommen, wollen da bis 100.000 Liter Fermentationskapazität herstellen und in den nächsten 1-2 Jahren verdoppeln. Das heißt, eigentlich diese kleinen Kinderschuhen, die wir hatten, die sind hier und da jetzt auch am größer werden. Und man versucht natürlich, wie man hier über Skalierung auch irgendwann zum Thema Preisparität kommt, was natürlich gerade in Deutschland einer der größten Treiber ist. Aber auch sowas wie Sophie's Bio Nutrition, Milch aus Algen mittlerweile haben wir. Ich war letzte Woche mit Bauer unterwegs, weil die ihre neue Linie zum Glück gelauncht haben. Eine pflanzliche Milchalternative, die mit upcycelten Marillenkernen funktioniert. Das heißt, man hat das Thema Plant-Based und das Thema Circular Food in ein Produkt gepackt, was prinzipiell sehr spannend ist. Oder aber keine Sorge, weil ich glaube, das Unternehmen ist schon in die Insolvenz geschlittert, Entomilk, das ist Milch aus Insekten. Die kamen aus Kapstadt, die haben auf Basis von Larven der schwarzen Soldatenfliege damals Eis und Milch hergestellt. Keine Sorge, das Thema Insekten ist auf jeden Fall für die menschliche Ernährung durch. Das ist aber etwas, was natürlich für die Milchviehwirtschaft spannend ist, weil wir hier wieder über Tierfütterung reden. Wobei auch hier die Prognosen eher verhalten sind. Ich will sagen, im Essen spiegelt sich oft immer der gesamtgesellschaftliche Wandel. Und das ist eigentlich für euch extrem spannend, weil all das, was auf euren Tellern, in euren Tassen, in euren Gläsern passiert, ist häufiger ein früher Bote eines größeren Wandels, der später in die Mobilität, ins Wohnen, in die Kommunikation übergeht. Aber Ernährung ist so schnell drin, ist so schnell wandelnd, ist so spannend, dass wir hier schon neue Bedürfnisse als erstes in der Regel sehen. Ich muss euch nicht viel zeigen, außer ein paar Pixel, damit direkt jeder weiß, was hier abgebildet ist. Ich hoffe, ich trigger jetzt keinen Hunger, aber ich glaube, es gibt ein paar Brezen. Das ist eine Pizza. Und das ist aber eigentlich das, was wir beim Zukunftsinstitut machen, indem wir den gesamtgesellschaftlichen Wandel in all seiner Komplexität einfach frecherweise in ein U-Bahn-System packen. Das heißt, all das, was passiert, all die Megatrends und Trends, die wir beobachten können, packen wir in ein U-Bahn-System, weil es für das Hirn, das menschliche Hirn, einfacher verdaulich ist. Es macht mehr Spaß, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, wenn die Information nicht zu komplex ist. Das ist auch etwas, was vielleicht später zum Thema Kennzeichnung nochmal zur Rede kommt, dass wir einfach unser Hirn nicht so anstrengen müssen, aber trotzdem etwas Neues erfahren. Und es gibt natürlich Megatrends wie die Globalisierung, die es seit der Seidenstraße gibt. Aber gerade im Zuge von globalen Pandemien oder generell globusumgreifenden Krisen, wir auch Globalisierung hier und da wieder neu definieren, neu versuchen zu verstehen, mitunter Tendenzen haben, wieder in die Region unabhängiger machen von globalen Lieferketten beispielsweise. Dass wir das Thema Individualisierung haben, was gerade auch in Deutschland, generell in der westlichen Kultur, lange noch nicht am Ende ist. Individualisierte Ernährung, eines der großen Themen. Wie können wir Speisepläne basierend auf einem Genom oder unserer DNA entwickeln? Weil wir wissen, mit Ernährung können wir so viel gut machen, aber auch so viel schlecht im Hinblick auf die eigene Gesundheit. Sushi Singularity, ein Concept Store in Tokio. Da können Sie beim Tisch reservieren, eine DNA-Probe einschicken, das kennen wir ja mit Abstrich beispielsweise während Corona, und kriegen dann abends 3D-gedrucktes Sushi passend zu ihrem Genom. Das sind natürlich sehr futuristische Sachen, das muss man mögen oder eben nicht, aber Leute machen sich Gedanken darüber. Und wie gesagt, es gibt diesen schönen Satz, die Ernährungswissenschaft ist eigentlich auf dem Stadium der Orthopädie oder der Chirurgie des Mittelalters. Will man sich jetzt da gerade von jemandem operieren oder beraten lassen? Es gibt viele Dinge, die wissen wir noch gar nicht, wie das bei uns funktioniert. Da sind wir erst gerade dran. Aber deswegen ist es ein extremer Zukunftsmarkt. Natürlich, das Thema Neoökologie, das ganze Thema Nachhaltigkeit, das ist ein Blockbuster, da werden Sie nicht drum herum kommen, das wissen Sie, das verändert gerade alles. Und nur weil jetzt mal eine kurzfristige wirtschaftliche Krise herrscht, heißt das nicht, dass das Thema durch ist.
Wir reden über Dekarbonisierung, wie wir CO2 aus der Atmosphäre ziehen können. Und da gibt es auch Startups, die machen das. Solar Foods aus Finnland, das größte, meistgefundete, haben jetzt sogar auch ein Produkt auf den Markt gebracht, nämlich die Snackbar. Die prinzipiell ist ein Schokoriegel, basierend auf CO2 aus der Atmosphäre. Das ist ein extrem komplizierter chemischer, technischer Prozess. Aber letzten Endes ziehen sie CO2 aus der Atmosphäre, füttern damit Mikroben und erstellen dadurch ein Solein, ein Eiweißpräparat, 70% Eiweiß, Rest ist Mineralstoffe, Vitamine und Co. Und können dann das an Consumer Brands verkaufen und in alle möglichen Produkte packen. Das ist das Erste, was jetzt auf den Markt gekommen ist. Die haben auch von der FDA schon alle Zulassungen. Die werden auf jeden Fall noch viel mehr Wind machen in Zukunft. Und natürlich aber auch so Dinge wie Konnektivität. Das ist die Digitalisierung, das ist die Vernetzung. Und das ist das, was mitunter eben dann mittels Robotern oder KI oder generell irgendwelchen Applikationen uns Menschen sich auch mehr vernetzen lässt untereinander oder aber mit der Art und Weise, wie wir Lebensmittel herstellen. Und dass wir beispielsweise, Stichwort Augmented oder Virtual Reality, nun auch Restaurants haben, wo man sich so eine Brille aufzieht und während man ein 10-Gang-Menü isst, vor jedem Gang eine kurze Story bekommt zu den Rohstoffen und zu der Geschichte hinter dem, was gleich auf dem Teller ist. Einfach um mehr zu erfahren, näher dran zu sein und auch entlang der Wertschöpfungskette schauen zu können. Das sind all die Megatrends und das ist eigentlich das, was ich Ihnen mitgeben würde. Die ganzen Entwicklungen, und das sind am Ende des Tages Lawinenzeitlupe, die verändern gerade allesamt die Art und Weise, wie wir uns ernähren. Und das wird die Zukunft sein. Das sind Sachen, die sind langsam, das sind keine Schnelldreher. Das heißt, das sind mehrere Jahre, Jahrzehnte, bis sie ihr Peak erreichen, bis sie ihren Hauptimpact erreichen, aber dementsprechend dann grundlegend verändern, wie wir uns ernähren. Würde ich jetzt bei Google Food Trends 2024 googeln, was würde ich rausbekommen? Wer traut sich was zu? Wenn jemand jetzt, ich habe danach drei Dinge, die ganz oben sind bei Google, wenn jetzt eine Person etwas Richtiges nennt, kriegt sie von mir einen Kasten Freibier geschickt im Nachgang. Wird jetzt wahrscheinlich schwierig bei der Menge von Menschen, aber schreien Sie mal ein bisschen was rein. Was glauben Sie, was würde Google ausspucken? Käse? Quark? Käse, Quark, das sind die Trends, das sind die Food-Trends. Weiß ich nicht, ob ich... Bitte? Natürlich. Es ist ein bisschen spezieller tatsächlich. Ich kläre es mal auf, weil ich glaube, da kommt keiner drauf. Wir bekämen zuallererst Uber. Das ist laut Hasegawa, kennen Sie vielleicht, das ist ein global bedeutender Hersteller von Aromen und Duftstoffen, eine leuchtend violette Wurzel aus den Philippinen, die jetzt immer häufiger vor allem in der Pâtisserie Anwendung findet. Buchweizen erfährt ein Revival. Das Superfood bei uns um die Ecke, auch Thema Optimierung wieder. Und dementsprechend auch Kohl, Blumenkohl und Co. Ist so. Eigentlich Good News, weil Stichwort wieder Zukunft braucht Herkunft. Viele Dinge kommen immer wieder. Wir kennen diese Big Retro Trends. Deswegen hören wir immer noch Schallplatten und so. Das sind aber Sachen, die sind vor allem bei Google ganz weit oben, weil Lifestyle-Magazine wie die Gala, wie die Cosmopolitan, die mit enormer Reichweite, die schreiben sich sowas natürlich gerne dann in die Magazine, weil da kann man jedes Jahr oder jede Saison was Neues publizieren. Das sind aber keine Food-Trends in dem Sinne, weil es natürlich viel zu schnelle, viel zu kleine Aufwirbelungen auf irgendwelchen Produktnischen sind. Denn man muss hier unterscheiden, das sind Produkttrends, das sind Mikrotrends, das sind Hypes. Food-Trends sind deutlich langwieriger, bis sie verändern, wie wir beispielsweise mit Lebensmitteln umgehen, sind aber immer wieder gespeist von Megatrends. Ausgangsbasis sind immer Megatrends, grundlegende gesellschaftliche Wandlungserscheinungen. Die haben Ausblick an eine Einwirkung darauf, wie wir uns beispielsweise ernähren oder fortbewegen. Es wäre so einfach als Trendforscher, wenn man sagen könnte, gestern war es so, heute ist es so, deshalb ist es morgen so. Auch das mag unser Hirn, lineare Fortschreibung, haben viele bekannte, prominente Menschen in der Vergangenheit gemacht und lagen damit kolossal falsch, wenn sie irgendwelche Prognosen aufgestellt haben. Es gibt nämlich so etwas, das nennt sich Rekursionsprinzip. Das sind diese Schleifen, das ist diese Lazy Eight. Schaue ich jetzt nachher, wenn ich hoffentlich dann am Bahnhof ankomme und noch heimkomme irgendwie. Ins Kiosk sehe ich diese zwei Magazine direkt nebeneinander liegen, weil die Beef wurde eingestellt, haben Sie bestimmt mitbekommen, weil auch hier hat man gemerkt, ist vielleicht auch gar nicht mehr so das heiße Ding. Aber jedenfalls bei Essen und Trinken hat man auch die Fleischbällchen, die Hackbällchen auf dem Cover, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Und wir fragen uns jetzt hier auch zwangsläufig, werden wir jetzt alle VeganerInnen oder bleiben wir die Fleischfresser, die wir vielleicht mal seit Anbeginn der Zeit waren?
Die Wahrheit und das, wo sich Gesellschaft wandelt und wo es eigentlich spannend ist und wo auch ihre Geschäftsmodelle ziehen, liegt immer im Dazwischen. Flexitarismus ist immer noch auf Studien auf den Titelseiten, weil der gesellschaftliche Mainstream sich dahin entwickelt. In Deutschland, laut Best for Planning, höchste Zahl ever, 67% der Menschen verzichten zumindest teilweise auf tierische Lebensmittel. Auch diese Zahl ist steigend. Andere, sage ich mal, Paradoxien in diesem Hinblick. Die Globalisierung unserer Ernährung hat dazu geführt, dass wir irgendwann gesagt haben, ich habe Lust auf was Regionales. Auch etwas, was gerade in der weißen Linie der Milchwirtschaft ein extremes USP-Ding ist. Regionalität, ganz großes Thema. Standardisierung, der Umstand, dass ich auf dem Planeten an jedem Flecken der Erde den gleichen Burger essen kann und er schmeckt überall gleich, hat irgendwann dazu geführt, dass die Leute in Rom auf die Barrikaden gegangen sind und gesagt haben, hey, wir haben Eigenheiten, wir haben Traditionen, wir haben Esskultur und die soll bunt sein, die soll vielfältig sein, das macht Spaß für uns Menschen. Deswegen haben wir dann beispielsweise die Slow-Food-Bewegung. Convenience, die Tatsache, dass wir uns irgendwann nichts mehr um irgendwas kümmern mussten, hat dazu geführt, dass wir gar keinen Plan mehr hatten, was eigentlich in den Sachen drin ist. Und dass wir dadurch einen Vertrauensverlust hatten und deswegen gesagt haben, auch während Corona, wir machen die Sachen wieder selbst. Jeder hat Sauerteigbrot gebacken, jeder hat auf dem Balkon Tomaten gezogen. Wir wollten wieder ein bisschen Autarkie, wir wollten unabhängig sein. Wir wollten Sachen selbst machen, weil Gelingensglück, Psychologie tut den Menschen gut. Oder aber, dass es mittlerweile eben de facto Küchen gibt, wo kein Mensch mehr drin ist und es gibt dann nur irgendwelche Manager, die dann am anderen Ende irgendwie den Teller abnehmen und raus zum Gast bringen. Führt dazu, dass vor allem gerade in der Sterneküche die Leute sagen, bei uns gibt es jetzt gar nichts Technologisches mehr, wir kochen jetzt wieder mit Feuer. Und auch hier wieder so ein Gegensatz, wo man die Sachen auf die Extreme, auf die Spitzen treibt, aber der Wandel oder das Spannende in der Regel dazwischen ist. Restaurants, die so bunt sind, die schreien nur, hey Leute, macht ein Foto, postet es auf Instagram oder TikTok. Andere Restaurants, die sagen, wenn ihr bei uns esst, gebt ihr euer Handy am Eingang ab, damit ihr euch voll und ganz auf das Essen konzentrieren könnt. Das heißt, das sind diese Trends und Gegentrends, die es spannend machen, wo wir merken, hier verändert sich was am System. Und gerade da, wo diese Störung ist, da, wo sich oft diese Gegensätze begegnen, da verändert sich Gesellschaft als Ganzes. Das ist dann jetzt am Ende des Tages jetzt auch die Good News. Es gibt eben nicht diesen extremen Wandel. Es gibt immer einen moderierten Wandel, der in der Mitte stattfindet und am Ende dann die Zukunftssynthese darstellt. Der Joel Markover hat mal gesagt, Nachhaltigkeit ist wie Teenager-Sex. Alle reden davon, die wenigsten machen es. Und wenn man es macht, ist es nicht gerade toll. Das passt. Das passt in gewisser Weise auf die Art und Weise, wie wir vor allem in der Foodbranche die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit bespielt haben. Wir haben schon seit 30, 40 Jahren versucht, Dinge nachhaltiger zu machen, aber am Ende hat es nicht geschmeckt. Es hat nicht getaugt. Auch beim Thema Gesundheit, gut und gesund, war immer ein Widerspruch. Entweder ernähre ich mich gesund oder ich ernähre mich lecker. Das sind aber Sachen auch hier, die jetzt gerade ein bisschen verschwimmen, die ein bisschen besser werden, weil wir merken, die Produkte werden immer insgesamt besser. Und das hat auch mit der Art und Weise zu tun, wie wir über die Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit nachdenken. Ganz kurzer Abriss. Es beginnt damit, dass wir irgendwann gesagt haben, wir müssen weniger Fett und weniger zuckerreiche Lebensmittel essen, weil da wissen wir, das ist jetzt mittlerweile easy wissenschaftlicher Konsens, das tut uns nicht gut, das führt zu den bekannten Zivilisationskrankheiten. Stichwort Convenience, Individualisierung und Co. Die Tatsache, dass Lebensmittel irgendwann extrem einfach wurden und verarbeitet wurden, hat uns auch irgendwann auf den Gedanken gebracht, dass dieser Verarbeitungsgrad am Ende des Tages auch eigentlich nicht so gut sein kann für uns. Spannend ist es nun, wenn sich der Gesundheitsbegriff von einem Ich-Bezug, also es geht um meine persönliche Gesundheit, zu einem kollektiven Bezug wandelt. Und das ist das, was gerade passiert, dass Menschen eben Gesundheit, vor allem Jüngere, auch vor dem Hintergrund eines planetaren Bezugs verstehen. Das heißt, es geht um planetare Gesundheit, aber auch um meine eigene Gesundheit, weil ich weiß, wenn es dem Planeten nicht gut geht, geht es im Zweifel mir auch nicht gut. Und deswegen reden wir beispielsweise jetzt über Alternativen zu klassischen tierischen Produkten oder Produkte, die Lebensmittelverschwendung bekämpfen oder gar aus CO2 bestehen. 74% der Deutschen sind Klima- und Umweltwichtig, wenn es um die Ernährung geht. Wir haben hier ein ausgeprägtes Bewusstsein, aber ein sehr limitiert ausgeprägtes Handeln. Das ist diese klassische Mind-Behavior-Gap. Die kenne ich seit 10 Jahren, die Leute wollen die Umwelt schützen, das ist eigentlich das Wichtigste, noch wichtiger als ihre Kinder oder Haustiere, aber die wenigsten machen es richtig, wirklich, ernsthaft. Und das hängt natürlich mitunter auch mit diversen Faktoren zusammen, wenn wir über Ernährungsumgebung und Co. sprechen, aber, und das ist wichtig auch für Sie, als jene, die in der Branche tätig sind, junge Generationen treiben das gerade auf die Spitze.
Irgendwas wackelt hier. So, einmal kurz, um die Generationenkarte zu spielen. Hier sind nämlich, glaube ich, ein paar Babyboomer. Auf jeden Fall weniger Gen Zler. Ist hier überhaupt einer aus der Gen Z? Irgendjemand, der jünger ist? Ah, da. Echt? Glaub nicht wirklich. Das ist jetzt eine harte Branche, ne? Das macht dann was. Ist ganz lieb gemeint, ist ganz lieb gemeint. Was ich euch sagen will. Wir haben, das haben wir aus diversen Studien, aus soziologischen oder kulturanthropologischen Studien rausziehen können, Schwerpunkte je Generation. Das ist natürlich auch pauschalisierend und nicht jeder in der Generation hat dieses Werteset. Aber würde man es clustern, käme eben sowas raus. Und das Spannende eben, wie gesagt, nun ist, dass jetzt gerade mit den Millennials, den Gen Zlern, den Yern, aber auch eben dieser Shift hin zu einem planetaren Verständnis von Gesundheit und Nachhaltigkeit sich vollzieht. Aber was in meiner Generation noch die ethische Ästhetik war, das heißt, dass nachhaltiges oder gesundes Essen auch sexy sein musste, es musste was Lifestyleiges haben, das erfahren wir jetzt gerade bei den Jüngeren, die nachkommen, da geht es weniger um eine Moralisierung, wie das Stichwort Ideologie und Co., sondern es ist eine Kulturalisierung, weil das ist Common Ground, das wird vorausgesetzt. Der Standard sollte gesund und nachhaltig sein. Alles, was es nicht ist, braucht eigentlich ein Logo oder ein Zertifikat oder irgendeine Art von Kennzeichnung. Und das ist bei den Jüngeren ebenso ausgeprägt wie bei den Generationen danach noch nicht. Nun kann man dem wieder vorwerfen, auch die machen es ja nicht. Aber die haben auch nicht die wirtschaftliche Kraft, die haben nicht das Geld. Aber sie haben ein Mindset. Und da reden wir dann wieder über Systeme, über Bedingungen, generell über Rahmenbedingungen. Was wir aber merken, gerade in der Gesellschaft, und der Robert Keskes von der GfK hat es schön mal beschrieben, indem er den Hermann Lübbe zitiert hat, wir haben eine Gegenwartsschrumpfung. Soll heißen, gerade ist alles zu viel. Wir können nicht alle die Welt retten. Es ist gerade in Zeiten von Omnikrisen, Polikrisen, uns überfordert alles grundsätzlich. Und jetzt soll ich auch noch, wenn ich Milch kaufe, irgendwie die nachhaltigste oder beste Milch rausfinden. Klappt nicht. Das heißt, der Wandel, der gerade passiert, wird als viel zu schnell empfunden und wir können das eigentlich gar nicht mehr verarbeiten und wir sehnen uns eigentlich nach Orientierung, wir sehnen uns nach den einfachen Chancen, die eben genießen mit gutem Gewissen möglich machen. Aber das ist immer schwieriger geworden zurzeit, weil sich gerade viel wandelt. Und wenn ich jetzt die New York Times noch hier erwähne, die hat auch natürlich vorhergesagt, was dieses Jahr wirklich passiert oder wichtig sein wird, die sagt im Zuge dessen, und das hängt auch mit dieser Gegenwartsschrumpfung zusammen, it's got to be real. Es muss einfach ehrlich und einfach sein. Und deswegen packt sie auch hier eine echte Kuhmilch aufs Foto. Weil hier auch die Menschen beispielsweise im Hinblick auch auf das ganze Thema Ersatz oder Alternativen durch die Hochverarbeitung, durch das Ultra-Processing einen Vertrauensverlust erlitten haben. Und deswegen auch wieder jetzt zu den Sachen gehen, die cleaner sind, die rawer sind, die vertrauter sind, die vermeintlich einfacher sind. Und deswegen auch die Größten der Branche, die die Branche wandeln wollen, wie Oatly beispielsweise, jetzt nach, keine Ahnung, 6 oder 7 Jahren das erste Mal wieder ein neues Produkt auf den Markt gebracht haben vor kurzem, nämlich die Oatly Super Basic Oat Milk. Und hier die Zutatenliste extrem verkürzt haben auf nur noch 3 Zutaten. Weil sie wissen, dieses It's got to be real ist ein Ding. Und die Leute wollen wieder das, was echt ist, was man versteht, was greifbar ist, wo man die Inhaltsstoffe aussprechen kann, ohne sich die Zunge zu brechen. Kommen gleich zum Ende. Ich habe mir die heiligen 3 Itäten überlegt. Und ich glaube, die sind auch für Sie relevant, weil ich weiß, viele von Ihnen sind ja schon dabei, das Geschäftsmodell zu erweitern, indem man beispielsweise eine Plant-Based Milk hat oder eine präzisionsfermentierte, generell einfach die Art und Weise überdenkt, wie das Ganze die ganze Zeit lief. Aber jedes neue Produkt, das ich am Markt behaupten muss, ist mit diesen heiligen 3 Itäten konfrontiert und nur jene, die diese in einen Einklang bringen können, sind auch langfristig erfolgreich. Und ich spreche hier von der Funktionalität, Responsabilität und Emotionalität. Viele Startups, und ich zähle mich da dazu mit meinem Bier, die können beispielsweise die Responsabilitätskarte sehr gut spielen, weil wir sagen, hey, Konsum rettet die Welt. Wir machen damit ein Problem kleiner, aber ihr könnt dabei trotzdem schlemmen und genießen. Stichwort Fleischersatz oder Milchersatz, Funktionalität, einfach, dass es schmeckt, dass es die Grundfunktion dessen, warum ich Lebensmittel kaufe, erfüllt, konnten auch die wenigsten. Deswegen ist die ganze Plant-Based-Bubble jetzt in so einer Art Deisolierungsphase, weil man merkt, die Produkte sind eigentlich gar nicht so geil, wie wir dachten. Und versuchen die jetzt eben immer häufiger wieder neu zu finden. Emotionalität aber ist eigentlich der heilige Gral. Wer schafft Marken, die emotionalisieren? Wir wissen, 90% unserer Kaufentscheidungen sind emotional, sind nicht rational. Wir sind ein Humorhirn, wir wären gerne ein Spockhirn, aber wir handeln hedonistisch, unvernünftig, ungeplant, unbewusst. Und deswegen greifen wir beispielsweise in Krisen auch zu vertrauten Marken. Deswegen haben wir in Corona auch die großen Marken alle Zugewinne gehabt, weil wir da Vertrauen vermuteten.
und Authentizität. Und das gibt uns dann wieder Halt in Zeiten, wo uns alles irgendwie ein bisschen überfordert. Ich gucke auf die Zeit. Gibt es mir noch 2 Minuten? Es gibt diverse Foodtrends und ich kann jetzt nicht auf alle eingehen. Sie kriegen aber im Nachgang auf jeden Fall die Präsentation. Das sind nämlich viele an der Zahl und viele haben natürlich auch mit dem Thema Milch zu tun. Auch hier könnte man es einfach machen, indem man die Dinge clustert, weil auch da wieder unser Hirn mag das. Und es gibt eben natürlich die großen Blockbuster, das heißt, wir wollen unseren Alltag konvenienter gestalten, wir wollen uns nachhaltiger ernähren, gesünder, wie auch immer. Aber wir haben eben unterschiedliche Strömungen, die jetzt gerade auch unterschiedliche Reifegrade mehr oder weniger durchmachen. Und beim Thema beispielsweise auch gerade Milch, neue Milcharten, es gibt immer dieses Modell, das kennen Sie eigentlich von jeder Produkteinführung, am Anfang ist der Hype, da ist die große Hoffnung, dann gibt es einen tiefen Fall, weil man merkt irgendwie, der Markt springt nicht drauf an und eigentlich keiner kauft unsere Produkte. Und nach dieser Phase der Deillusionierung, dem Anpassen, des Verbesserns der Rezeptur oder des Angebots generell, kommen wir dann eigentlich zu diesen Rising Stars, die dann wirklich den gesellschaftlichen Mainstream verändern. Und einfach nur mal zu gucken, wie der Status quo ist mit unterschiedlichen Foodtrends. Da, wo viele gerade darauf hoffen, auf Paradigmenwechsel, Stichwort Präzisionsfermentation oder zelluläre Landwirtschaft, Stichwort In vitro und Co., da sind wir gerade eigentlich am Peak vorbei. Das haben wir in den letzten 1-2 Jahren gemerkt, auch Stichwort Finanzierungen, VC-Kapital generell, gewisse Zurückhaltung war da. Das heißt, da kommt jetzt eigentlich die Phase der Deillusionierung, ehe man dann wieder darauf anspringt und die Probleme behebt, um dann in diese Rising-Star-Phase zu kommen. Plant-based sehen Sie es gerade unten eigentlich auf dem Boden. Ist eigentlich jetzt gerade so gesehen im Tal der Ernüchterung. Aber wir haben eben auch andere Trends, die sind schon deutlich weiter und die verändern gerade grundlegend, wie wir uns ernähren. Das Wichtige nun ist, und ich hoffe, das konnte ich verdeutlichen, es gibt diesen Foodtrend der Real Omnivores, das heißt, dass wir diese Allesfresser sind. Und so sieht dieser Teller aus. Und das ist der Teller, den vor allem auch jüngere Generationen haben werden. Denn es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Und das heißt eben, auf dem Teller der Zukunft gibt es natürlich tierische Produkte weiterhin. Es gibt natürlich Obst und Gemüse, aber es gibt auch eben jene neue Technologien, wo wir wissen aus Befragungen, jüngere Generationen sind viel offener diesen gegenüber. Weil sie eben auch in einer Zeit sozialisiert werden, wo sich so viel wandelt. Wo es eben nicht, sage ich mal, diesen Status quo aus der Vergangenheit gibt. Und dementsprechend, wenn ich jetzt zurückgehen würde zu der Eingangsfrage dann auch, was ist denn die Zukunft der Ernährung und der Lebensmittelproduktion, könnte man es auch hier jetzt einfach machen und sagen, hey, wir sind hier, entweder wir gehen zurück und kommen dann zu einer Art subsistenzähnlicher Familien-Community-Setting, wo wir im besten Fall selbst ein paar Milchviecher haben, unsere eigene Milch trinken und jeden Tag zusammen kochen und zusammen essen, oder wir sitzen in Zukunft im Auto und schmeißen uns irgendein Raffaello-Bällchen oder einen Drink rein, weil wir uns nicht um das Thema Ernährung kümmern müssen, weil wir dafür keine Zeit haben. Gleiche bei der Produktion. Wir können ein romantisches Bild malen mit einer Landwirtschaft, die eigentlich detechnologisiert ist, die keine Roboter kennt, oder eben jene, die komplett technologisiert ist und gar nicht mehr auf dem Feld stattfindet. Auch das macht es super einfach für unsere Köpfe, für Erzählungen über die Zukunft, weil dann ist es eben greifbar, und ist tangibel. Es ist aber nie ein Entweder-Oder, es ist immer ein Sowohl-als-Auch. Und deswegen sind auch die Bällchen von Beginn lange nicht alle, es gibt deutlich mehr. Und was Sie nicht vergessen müssen, die sind klein, der Status quo, da wo Sie mit untertätig sind, der ist viel größer. Und der wird auch noch lange Zeit so groß bleiben. Er verliert hier und da ein paar Prozente und ein paar Anteile an solche Bällchen. Und da stellt sich die Frage, auf welches Bällchen will man sich jetzt setzen. Denn am Ende sitzen wir alle auf diesem Bällchen. Und das wollen wir, dass auch in Zukunft noch gut funktioniert, dass wir da noch genug Lebensmittel herstellen können, die uns gesund machen und die nachhaltig sind und die uns Spaß machen. Deswegen, um das abzuschließen, das ist auch so eine, eigentlich ist es so eine Worthülle, so eine Floskel, aber ich finde es eigentlich gut, gerade weil wir immer damit konfrontiert werden und gerade Sie auch in der Branche. Das Thema Krise ist prinzipiell ein produktiver Zustand, man muss hier nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen, weil da verändert sich was. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit.